Jahre 2018 und 2019 waren gezeichnet von großer Trockenheit. Von extremer Dürre war die Rede, Regen dringend nötig. Jetzt im Winter 2019-2020 gab es häufiger Regen, vor allem in der Westhälfte war es ziemlich nass. Im Schwarzwald fielen bis zu 800 Liter auf den Quadratmeter. Die Natur, die freut sich. Immer wieder gab es kleinere Hochwasser, große blieben zum Glück aus. Denn durch das milde Wetter mangelte es oft an Schnee in den Bergen, es fehlte an zusätzlichem Schmelzwasser. In tieferen Bodenschichten findet man dagegen noch Anzeichen von Trockenheit, so vor allem im Osten des Landes. In 1,80 Meter Tiefe spricht man örtlich immer noch von einer außergewöhnlichen Dürre. Ein Problem auch für unsere Wälder. Im Wald kommt es hauptsächlich darauf an, aus welcher Bodenart der Wald draufsteht, was für eine Baumart draufsteht und natürlich wie viel Wurzelraum, also Bodentiefe zur Verfügung steht. Hinter uns steht eine Buche. Die Buchen erschließen deutlich mehr Wurzelraum in tieferen Bodenschichten wie eine Fichte ganz im Hintergrund hier. Als Flachwurzler hat die dann eher Probleme mit Dürre, die im Sommer auftreten kann dann. Das heißt, kann man das so allgemein sagen, dass ein stabiler Mischwald besser ist als Monokulturen? Ja, natürlich, das ist so. Mit dem Mischwald haben sie viele verschiedene Akteure, mit denen sie arbeiten können. Aktuell wissen wir nicht, was kommen wird. Und da ist es einfach besser, wenn man auf verschiedene Baumarten setzt und vielleicht etwas abwartet, was die wissenschaftlichen Untersuchungen bringen. Wir als Forschpartie sind in der glücklichen oder unglücklichen Lage, über sehr lange Zeiträume wirtschaften zu müssen. Dann muss man einfach sehen, dass wir einfach auch für die nachfolgenden Generationen ein möglichst breites Spektrum hinterlassen. Die Forschungen dazu sind angestoßen, die laufen. Hoffentlich haben wir bald Erkenntnisse, wie wir hier damit umgehen können. Ob Regen oder Sonnenschein, bei uns auf wetteronline.de findet ihr alle Infos zum Wetter weltweit. Ich bin Marco Kaschuba von Wetteronline.